Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Ich bin Tom und wir spielen heute ein bisschen Anno 1503. Als allererstes muss ich aber erstmal guten Morgen an den Chat sagen und auch fragen, denn dies hier ist Versuch Nummer 2, ob jetzt gerade alles okay ist. Weil bei mir gerade ist im grünen Bereich, jetzt ist wieder gelber Bereich. Ich habe ein bisschen Angst. Wir hatten gerade schon Probleme mit unserem quasi Upload-Speed hier. Der Upstream ist die ganze Zeit am Abrauschen, deswegen hat der letzte Versuch sehr geruckelt. Bisher läuft es top. Mich würde sehr freuen, wenn es dabei bleibt. Sagt mir gern Bescheid, falls irgendwas passiert, lieber Chat. Wir wollen doch nur einen gemütlichen Herbstvormittag zusammen verbringen und ein bisschen Anno 1503 spielen mit dieser wunderschönen Musik im Hintergrund, die ich euch auch noch einmal ein bisschen lauter machen möchte, weil die finde ich wirklich fantastisch. Es ist so ein bisschen melancholisch, aber trotzdem schön. Habe ich auch gerade vorhin schon gesagt, erinnert mich immer an Final Fantasy IX, an das Menu-Theme dort. Und mag ich total gern. Korn, dankeschön für das Abo, super lieb. Mich freut auch an alle, danke an alle, die in der Aufzeichnung zugeschaltet haben. Ich hoffe, wir kriegen jetzt trotzdem noch einen schönen Stream hin, ohne dass uns irgendwie die Technik dazwischen rauscht. Wir sind ja hier nicht bei anderen Streamern, die jetzt hier nicht genannt werden wollen. Queen Toto, dankeschön. Und wir spielen Anno 1503, eines eurer Lieblingsspiele des Jahres 2002. Wir hatten nämlich eine Liste bei uns, wo ihr eure Spiele des Jahres 2002 gevotet habt und wir haben 4 Videos daraus gemacht, wo wir das kommentiert haben. Falls ihr das noch nicht kennt, gerne schauen auf dem Hooked YouTube-Channel. Und da war auch Anno 1503 mittendrin. Und es ist ja ein Spiel, dass ich damals, auf dieses Spiel habe ich hingefiebert, Chat. Ich habe wirklich hingefiebert, weil ich Anno 1602 so sehr mochte. Und am Ende blieb so ein bisschen das Gefühl der Enttäuschung. Vor allem, weil, wenn wir hier mal, guck mal hier. Wir spielen nämlich die alte Version. Die alte PC-Version, via GOG. Und hier ist ein Button, den sie so wegretuschiert haben. Am Anfang war hier noch ein transparenter Button zu sehen, wo Multiplayer drauf stand und der sollte später noch dazukommen. Dieses später wurde zu 2020 oder so, als die History Collection rauskam von Anno. Und da war dann der Multiplayer mit drin. Aber damals haben sie das tatsächlich nicht hinbekommen, einen Multiplayer zu machen für Anno 1503. Und das fand ich sehr schade, weil ich habe Anno 1602 super gerne im Multiplayer gespielt. Und jetzt spielen wir halt diese Version hier. Ich habe ja gerade schon die History Collection erwähnt, Chat. Da kommt nämlich noch ein zweiter Frustpunkt von diesem Morgen dazu. Ich wollte nämlich eigentlich die History Collection spielen. Also die aufgebesserte Version dieses Spiels. Wo Komfortfunktionen dabei sind und alles. Und das ging nicht, weil ich mich bei Ubisoft Connect einfach nicht einloggen konnte. Da stand nämlich, dieser Service ist gerade nicht verfügbar. Und ich musste halt die Spiele erstmal installieren und das konnte ich dann nicht. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich diese Version hier noch auf GOG habe. Und selbst wenn nicht, hätte ich das hier mit dabei gehabt, Chat. Wir hätten also auch die physischen Versionen gehabt. Und ich glaube, mit denen hätte es am Ende auch geklappt. Ich muss aber ehrlich sagen, von Anno 1602 habe ich nur diese kleine Packung hier. Ne? Süß. Aber von 1503 und 1701 zum Beispiel und zu Hause auch noch von 2070 habe ich diese Packung und ich fand die früher immer super toll und ich finde die auch immer noch toll. Das sind nämlich so Schuber. So. Und dann können wir hier das schön aufklappen. Sowas macht doch immer Spaß, oder? Und hier müsste auch noch, ich weiß gar nicht, ach nee, der ist hier gerade tatsächlich nicht drin. Oder ist der im Schuber verloren gegangen? Nee. Ach, schade. Der Warenkreislauf ist da immer mit drin gewesen. Und der fehlt jetzt hier gerade. Aber hier ist ein dickes Handbuch. Und Werbung für SimCity 4 und für Command Conquer Generals. Hier heißt es auch noch Generals. Diese Schuber habe ich für 1404. Ja, ich glaube, für 1404 habe ich sie nicht mehr. Leider. Aber ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass ich scheinbar irgendwo meinen Warenkreislauf verlegt habe. Weil das war teilweise echt nützlich, diese Übersicht zu haben. Wartet mal, vielleicht ist sie bei 1701 noch drin. 1701 war damals auch so eine grafische Offenbarung. Finde ich, ist auch ein sehr edles Cover.
Ach, guck mal hier mit so einem Artwork. Könnte man auch mal spielen. So, ist hier noch der... Nee, hier ist auch kein Warenkreislauf-Dings mit drin. Das ist ja komisch. Naja. Egal, Chat. Wollen wir mal langsam anfangen mit dem Spiel, wa? So. Ich möchte noch einmal fragen. Zwei Fragen. Zwei Fragen, Chat. Erstens, ist der Ton okay? Könnt ihr die Musik gut hören? Weil ich will schon, dass ihr die Musik gut hören könnt. Die ist sehr wichtig. Und zweitens, war jetzt mit dem Stream alles okay? Hat nochmal irgendwas geruckelt? War nochmal was kaputt? Oder können wir anfangen zu spielen? Ich will auch nur Anno spielen. Lasst mich doch Anno spielen. Alles perfekt, Ton und Video sind supi. Okay, schön. Kann man sich eigentlich das Intro-Video nochmal dediziert angucken? Ich glaube nicht, wa? Ich guck mal die Auflösung. Warum kann ich die denn nicht wechseln? Das ist ja komisch. Ich spiele die Version über GOG.com, falls ihr euch fragt, was wir hier spielen. So, Kampagne habe ich früher nie gespielt. Ich würde das hier sofort loslegen, ja, aber. Sondern immer nur Endlosspiel. Endlosspiel, Endlosspiel, Endlosspiel. Einführung brauchen wir nicht. Ich glaube, ich habe noch die wichtigsten Sachen im Kopf. So. Add-on-Szenarien wollen wir auch nicht. Wir wollen einfach nur ein Endlosspiel. Ich weiß gar nicht mehr, was hier von Auftrag. Viele Inseln, große Inseln, ausreichend viele Erzvorkommen, hohe Fruchtbarkeit, normal aggressiver Pirat, ausreichend viel Geld. Ich finde, normal aggressiv ist eine schöne Formulierung. Ja, nee, ich will dann schon... Graf klingt eigentlich schon ganz gut, wa? Weil hier werden nur die Ressourcen und die Inseln anders verteilt. So. Orange natürlich, wir sind ja hooked. Oh, ich hatte kurz Angst, dass das Spiel jetzt abstürzt. There we go! So, gleich zur fettesten Insel hier vorfahren. Ach scheiße, habe ich jetzt links statt rechts geklickt. Das war nämlich in Anno 1602 noch anders. Shit, wo ist mein Schiff? So. Fahrt auf, Kommandant. Oh, interessant. Wenn ich nach unten scrolle, zoome ich ran. Wenn ich nach oben scrolle, zoome ich raus, Chat. Daran muss ich mir erstmal gewöhnen. So, wir sind ja relativ... Ne, zu dieser kleinen Insel hier wollen wir nicht. Ich mochte damals die Grafik von diesem Spiel voll gern, Chat. Dieses vorgerenderte, aber so super hoch aufgelöste... Das kann sich ja echt heute noch sehen lassen. Zu großen Teilen. So, wie waren nochmal... Hier war es nicht auf Plus drücken. Ich glaube, es war F6 genau und F7. F8 macht wieder normal. Okay. Weil wir müssen schon wissen, wie wir vorspringen können. So, auch hier direkt eine Sache, die sie dann neu gemacht haben im Vergleich zum Vorgänger. Wir haben hier einen Scout. Und wir müssen tatsächlich diesen Scout... Womit kann ich auf die Insel raufschicken, damit der uns sagen kann, was hier für Erzvorkommen und so sind. Wir sehen allerdings hier schon die Fruchtbarkeit. Wir haben Wein, wir haben Hopfen und wir haben Heilkräuter. Das ist schon mal sehr schön. Das ist mir auch genug. Und die Insel ist groß genug, als dass ich hier... Kann ich den hier nicht so schön in die Bucht hauen? Naja. Unser Kontor kommt jetzt dahin. Ah, so. Und jetzt nehmen wir uns... Oder hat er es jetzt automatisch gemacht? Nee, ne? Hier unseren ganzen Stuff. So, haben wir hier schon was gefunden? Er hier ist immer noch am Suchen. Wir sind auf dem Weg, mein König. Dann gibt es hier noch irgendwo... Ah, das ist aber eine sehr flache Insel. Gibt es hier keine Berge mehr? Doch, hier hinten. Also ein bisschen... Ach, hier ist auch noch was. Ich schicke ihn mal erst hier hin. Ey. Zu Diensten, mein König. Okay, wenn ich direkt auf den Berg klicke, kommt er gar nicht. Geh da jetzt hin. Sag mal. Zu Diensten, mein König. Ich drücke Rechtsklick, aber er wollte da jetzt einfach nicht Wir hin. Wir erwarten euren Befehl. So. Eieiei. Da kommen vergessene Erinnerungen hoch. Ja, das glaube ich. Chris, vielen Dank fürs...
fürs Abo. Mein Schiff war im Weg. Das Schiff kann im Weg sein für ein Konto. Ich meine, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir bauen erstmal ein paar Förster. Direkt hier vorne. Wie viele baut ihr am Anfang immer, Chat? Ich mache meistens 2, 3 so. Man braucht ja schon viel von dem Zeug. So, hier nochmal ein bisschen voll machen. So, und auch eine Besonderheit bei dem Spiel war, ihr seht diese Pfeile hier. Die Wege müssen wirklich an die Pfeile anknüpfen, wenn ich die Sachen miteinander verbinde. Sonst wird da nicht abgeholt. Das war eine der Innovationen dieses Spiels. Und die hat eher genervt als alles andere. Weil die haben doch auch nach hinten eine Verbindung, oder? Ja, ich glaube auch einfach in der Mitte. Oh, aber die Musik ist so schön. So, dann bauen wir direkt mal ein Fischerhäuschen. Für Food. Komm mal eins. Können wir ja gleich hier vorne hinbauen. Und das ist doch schön. Und was immer Spaß macht, ist einfach nah rangehen und ein bisschen zugucken, Chat. Ich mache ja etwas fertig, dass der Cursor sich nicht verändert, wenn man jemanden wohin schickt. Ja, ja. Ja, das war auch gerade, glaube ich, das, was mir fehlte. Der sagte zwar, dass er da hingeht, aber es fühlte sich an, als würde jeder zweite Klick nicht genommen werden. So, apropos, was macht denn mein Scout gerade? Zu Befehl. Guck dir doch mal an, ob es hier was gibt. Scout. Kann doch nicht sein, dass wir hier noch kein Erz oder sonst irgendwas gefunden haben. Befehlt und wir gehorchen. Ich glaube, der hätte jetzt auch schon gesagt, dass da auf was ist. Auf dieser Insel kann Salz abgebracht werden. Salz. Auf dem Weg, mein König. Okay, wir haben schon mal Salz, immerhin. Jetzt hat er den Befehl wieder nicht genommen. Wir sind auf dem Weg, mein König. Ich verstehe das nicht so ganz, Chat. Das ist so ein bisschen die Bedienbarkeit. Sorgt noch für Rätsel. So, jetzt ist die Frage, wo wir denn unsere Siedlung hin haben wollen, Chat. Weil wir haben ja hier so viel Platz. Vielleicht habe ich hier den auch noch nicht richtig hingeschickt. Könnte ich mir gerade vorstellen. Den Scout, dass er das doch noch nicht so richtig erkundet hat, weil mich wundert so sehr, dass hier nichts ist. Wir bauen, so wie waren das hier mit den, das war Wohnhaus, das war Marktplatz, Haupthaus, das wollen wir bauen. Und zwar einmal hier. Dann machen wir hier vielleicht noch so Schafe und so ein Kram. Und hier können wir ja die Siedlung hinbauen. So, ich lade auch mal die restlichen Werkzeuge aus. Und dann basteln wir uns gleich hier ein paar Sachen hin. Erstmal an den Marktplatz muss man auch immer diese Stände basteln. Stoff- und Lederstand. So, ich weiß, wir haben momentan den Kram noch gar nicht, aber ich will es trotzdem schon mal drum bauen. Weil das dann schon mal als Zentrum dient. Für die Leute. Ach, come on. Und dann, ich lasse mal hier auch eine freie Fläche. Das hier habe ich gerade auch nicht schön gemacht. Guck mal, da ist so ein... Diese Kante hier wollte ich eigentlich nicht. So. Dann können wir da noch die restlichen Sachen ergänzen. Und hier kommen dann einfach unsere Einwohner hin. Habt ihr irgendwie immer eine Art und Weise, wie ihr baut, Chat? Ich mache meistens einfach solche Rechtecke hier. Obwohl ich auch super gerne mir einfach nur ein Gebirge nehme oder sowas und da drumherum eine Siedlung baue. Weil ich das manchmal sehr viel schöner finde als diese sehr rechteckig aufgebauten Sachen. So, und hier ist schon das Holz dann erstmal alle. So. Aber das ist doch schon mal, das war schon mal schön, Chat. Guck mal, wie detailliert das ist. Wie gut das noch aussieht, oder? Quadrate. Unfreiwillig möglichst hässlich. Die Musik ist super, ne?
Auch die Soundeffekte, ja, das stimmt. Das würde ich auch sagen. Ja, auch dieses ganze, wenn man einen Marktplatz baut, dieser kleine Jingle oder sowas, das, ach. Ein Wirtshaus kann gebaut werden. Guck mal, ein Wirtshaus kann gebaut werden, ist natürlich immer das Erste. Ich finde es sehr lustig, dass ein Wirtshaus hier auch vor der Kirche kommt. Das sind Prioritäten, Chat. Oh, hier habe ich schon wieder so einen Haken gebaut. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht die präziseste Maus. So, dann bauen wir doch jetzt hier den Leuten direkt ein Wirtshaus hin. Ich würde gerne noch näher ran. Kennt ihr dieses Gefühl bei Aufbauspielen, wenn ihr denkt, da fehlt noch eine Zoom-Stufe? Ich möchte den Leuten in die Augen sehen können. Kannst du mal FIFA streamen? Also was, ich weiß gar nicht, was ich auf die Frage sagen soll. Vielleicht auf dem N64 oder so, ja. Dann wäre es ein Retro-Stream. Ich habe damals sehr viel Anno 1602 gespielt, ich auch. 1602, also wirklich bis 2070 habe ich die religiös gespielt, diese Spiele. 2070 dann nicht mehr so wirklich. 2070 hat mich sehr verloren. Und auch 2205 fand ich nur okay. Und selbst 1800 hat mich nicht nochmal so sehr packen können wie die alten Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Windows-Bildschirmlupe. Bei Timberborn kann man super schön nah ran. Die Biber sind mega niedlich. Timberborn sagt mir gerade gar nichts. So. Ich würde sagen, wir bauen hier mal noch ein paar. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Holz haben. Damit wir einfach diese zwei Reihen vielleicht mal voll bekommen. Ich kann ja mal ein bisschen vorspulen. Dann ist die Frage, ob die eine Fischerhütte, die wird wahrscheinlich erstmal noch reichen. Die Vorstellung finde ich auch immer lustig. Die essen gerade nur Fisch. Und das war's. Aber ich finde sehr schön, wie viel hier einfach schon los ist. Ne? Man sieht ja die Einwohner immer aus ihren Häuschen rauskommen zum Marktplatz und zum Wirtshaus. Aber auch die wilden Tiere hier drumherum. Eine Kapelle kann gebaut werden. Die ja quasi durchs Dorf laufen. So, eine Kapelle können wir auch schon bauen. Machen wir die einfach. Machen wir die eher hier hin? Ne, nach unten will ich ja eigentlich eher nicht, eher nach oben. Also machen wir die eher hier hin. Kapelle kommt direkt neben das Wirtshaus. Ist es bei euch übrigens auch so eine Eigenheit? Die Perspektive, in der ich anfange zu bauen, ne, man kann ja hier drehen. Aber jetzt würde es sich schon falsch für mich anfühlen. Wenn ich das mache, dann mache ich das nur, um irgendwie zu gucken, okay, habe ich hier irgendwas übersehen, aber ich muss immer wieder auf die Standardperspektive zurück, sonst verliere ich hart die Orientierung in meinem eigenen Machwerk hier. Ich lasse mal da so eine Lücke, dann kann ich da später vielleicht, oder mache ein bisschen Wald dazwischen. Timberborn ist ein Aufbaustrategiespiel mit Biber. Die Bedrohung sind Dürreperioden, für die man Wasserspeicher und Dämme bauen muss. Das ist ja süß. Ist, glaube ich, noch ein Beta, trotzdem mega groß und schön gemacht. Klingt voll interessant, Chris. Hab wirklich noch gar nicht gehört. So, was fehlt uns denn eigentlich? Uns fehlt Holz. Können wir mal ein bisschen vorspulen. 8 von 10 Holz. Ihr seht unten in der Leiste, wie viele Ressourcen wir haben. Und da ist Werkzeuge, Holz, Backsteine und ich glaube Marmor später. So. Und jetzt müssten sie da eigentlich auch alle hinströmen. Ja, guck mal. Kaum ist die Kapelle da. Es ist immer noch cool. Die bleiben da aber auch nicht lange drin, ne? Die einmal kurz und wieder raus. So, wir können ja mal hier so Bäume dazwischen bauen. So. Ein bisschen schön machen, Chat. Ein bisschen schön. Jetzt ist natürlich die Sache, ne? Was wollen denn unsere Leute? Guck mal, jetzt haben sie hier Kirche. Wirtshaus bringt uns ja auch noch gar nichts, weil wir ja noch gar kein Alkohol herstellen, fällt mir gerade ein. Wir haben zwar ein Wirtshaus, aber wir haben ja noch gar keinen Alkohol. Dafür können wir aber eine kleine Farm bauen. Oh, was ist denn hier los? Wieso ist denn der so ineffektiv? Wie sieht's denn aus mit unseren... Wo sehe ich denn das nochmal? Hier, ne? 8 Tonnen Nahrung. Wir bauen vielleicht mal eine Jagdhütte. Vielleicht mal hier so hin. Bup.
Ich glaube, ganz links hat der sein. Ah, ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist der. Dann können wir da auch schon mal Nahrung produzieren. Und dann machen wir hier mal so ein bisschen Rodung, um den Platz zu haben für die kleinen Farmen. Weil wir können das ja hier auch, das kann man ja währenddessen anmachen, dann weiß ich so ungefähr, bis wohin ich hier Sachen wegmachen kann. So. Gott, diese Musik. Ich hoffe, sie ist jetzt auch nicht zu laut, Chat, aber sollte eigentlich noch okay sein. Roller Coaster Tycoon mache ich das auch immer so. Gedreht wird nur, um mal was zu gucken. Ja, genau. Sonst ist es ja verwirrend. So, Putatz. Wir bauen jetzt Putatz. Und zwar hier eine und hier eine. Ich glaube, zwei reichen erstmal. Ich hoffe es. So. Gott, diese... Habt ihr das gerade gehört? Ich glaube, das ist auch zentral hier der Weg. Bup. Bup. So. Kann dann da abgeholt werden. Wir können ja eigentlich auch mal direkt aus Jux hier eine Verbindung schaffen. So. Und das muss jetzt natürlich hier erst wachsen. Ich hoffe, es ist okay, dass wir so ein bisschen langsamer machen, Chat, weil ich will mir die Sachen einfach auch ein bisschen angucken. Das mache ich nämlich recht selten, wenn ich diese Spiele selber spiele, gerade in dem Anfangspart. Das ist übrigens sehr beunruhigend, dass hier ein Wolf rumrennt, direkt neben der Farm hier. Oh, never mind, sie haben ihn erschossen. Oder er ist einfach so an Hungersnot gestorben, weiß ich nicht. Weil hier der Jäger müsste ja auch schon aktiv werden. Ach stimmt, hier kann ich ja sogar sagen, was von beiden er herstellen soll. Das habe ich schon wieder vergessen. Dann brauchen wir für Nahrung ja doch noch jemand anderen. Dann bauen wir mal doch noch ein zweites Fischerhäuschen, Chat. Vielleicht mal hier eins hin. Aber der hat dann so einen langen Weg zum Kontor. Ist ja eigentlich auch doof, ne? Einfach hier. So. Wo kam der hier raus? Auch aus der Mitte. Dann kommt der hier einfach hinter den Kartoffelfarm raus. So, hier wollen wir aber nur Alkohol herstellen, deswegen machen wir die Nahrung hier mal aus, damit der Alkohol dann direkt dahin geliefert werden kann und damit die dann direkt hier ihr Wirtshaus bekommen. Unser Scout steht noch rum. Oh, das ist ein guter Punkt. Ich hoffe, lebt er noch? Wo bist du denn? Was kann ich für euch tun? Du sollst mal checken, was hier los ist. Das ist so eine blöde Mechanik, oder? Ich will mich doch nicht am Anfang mit so einer einzelnen Einheit um irgendwelche Gebirge kümmern müssen erstmal. Ah! Hier siedelt ja einfach ein anderer mit. Oh, Chat. Wir haben Nachbarn. Und zwar blau ist es, glaube ich. Naja gut, dann kann ich das Gebirge ja schon mal abschminken. Eigentlich müssten wir da jetzt sofort mit Markthäusern aufschließen, damit der uns hier nicht Sachen wegnehmen kann. Diese typische NPC-Baustruktur finde ich immer sehr lustig. Mit diesem Grid. Also das ist direkt deprimierend. Kann man Krieg mit Nachbarn anfangen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, es ist eine sehr große Insel. Aber trotzdem, wir haben jetzt noch nicht genug Erz. Und hier ist auch kein freaking Erzvorkommen, Chat. Das heißt, wir müssen unsere Werkzeuge dann einfach woanders herstellen. Wenn ich das richtig sehe. So, ich will ihn aber vorsichtshalber mal nochmal hier hinschicken.
Einfach damit ich sicherstellen kann, dass wir da nichts vergessen haben. So, also, habt ihr jetzt Alkohol? Wieso haben wir denn immer noch keinen Alkohol? Wie lange dauert das denn hier? Wir können ja mal ein bisschen vorspulen. Eieiei. Oh, ich merke gerade, ich habe den hier... Oh nein! Eine Dürre! Warum denn gleich so schnell am Anfang? Ich habe doch nur Kartoffeln, die das betrifft. Meine Kartoffeln! Ah. Chat, wir sind ja sofort gebeutelt hier. So, was ich sagen wollte, ich habe hier ein bisschen zu viel Feld gebaut, sehe ich gerade. Boop, boop. Also, da geht ja gut los. So, was machen wir jetzt? Wir können ja mal ein paar Schäfchen anbauen, wollte ich gerade sagen. Also hier würde ich gerne noch Platz lassen für ein bisschen mehr Kartoffeln später. Deswegen können die Schafe erstmal hier hin. Und dann machen wir da... Wie war denn das? Ich brauche eine Gerberei und dann eine Webstufe? Oder erstmal einfach nur die Webstufe? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist so lange her. Weil die holen sich das und machen dann erstmal Stoffe draus. Das andere war einfach Leder, ne? Gerberei brauche ich für Leder. Die kann ja aber eigentlich auch hin. Weil wir haben ja die hier, die haben ja schon Leder produziert. Ich mache das auch mal so, dass der hier nur Leder produziert. Dann kann der Gerber da Leder draus machen und dann haben wir sowohl Leder als auch Stoffe. Dann haben wir das hier gleich mit drin. Ich mache mal vorsichtshalber aus, dass die sich automatisch entwickeln. Weil sie ja dann gleich nochmal zwei dieser Sachen bekommen. Und das will ich jetzt eigentlich nicht sofort. Man kann die NPCs ja auch ausschalten. Ja, ging das hier auch schon? Vielleicht auf der ganz leichten Stufe? Ich weiß, dass man später nochmal deutlich mehr feintunen kann, wie das Endlos-Spiel funktioniert. Ich frage mich ja echt, wie lange diese Dürreperiode geht. So, wie sieht es denn eigentlich in unserem Lager aus? Guck mal, wir haben ganz viel Nahrung. Der Alkohol ist immer sofort weg. Wir sind aber auch gerade in einer Kartoffeldürre. Also davon sollten wir uns jetzt nicht sofort täuschen lassen. Und wir fangen gerade erst an, Stoff und Leder zu produzieren. Eine Tonne Leder haben wir auch schon. In diesen wunderbar sympathisch aussehenden kleinen Häuschen. Mit unseren kleinen Schäfchen hier. Ich sollte hier auch mal ein bisschen den Wald wegmachen, damit die da mehr zum Grasen haben. So. Sonst wird das so ineffektiv, Chat. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir vielleicht mal ein paar mehr Pioniershäuschen bauen? Holz haben wir ja. So. Oh, weiter kommen wir hier gerade auch gar nicht. Den Streifen in der Mitte würde ich mir gerne lassen, für den Fall, dass wir dann später neue so Kapellen oder sowas, so eine Art von Gebäude brauchen. Oder eine Schule. Kann dann da alles hin. So, hier haben wir leider gerade, also wir sind ja gerade an der Grenze unseres unseres Bauens, weil der Marktplatz nur bis dahin reicht und der Marktplatz gibt immer an, bis wohin man bauen kann. So, machen wir das hier vielleicht auch mal weg. Dann sieht man das ein bisschen klarer. Ist ja alles noch im Aufbau. So, können die überhaupt noch hier hin? Ja, ne, das muss einfach nur in deren Laufreichweite sein. Ne, das ist okay. Da gibt es auch noch nichts Neues, was ich bauen kann. Das glaube ich alles okay. Können wir denen noch ein bisschen zugucken? Piraten gibt es ja auch noch, Chat. Aber ich glaube, die kommen erst, wenn wir wirklich ein bisschen mit dem Schiff unterwegs sind. Wie man dieses Rumgetuschel hört. Also, wir sind jetzt...
gut dabei mit Stoff, wir sind gut dabei mit Leder. Ich glaube, wir sind auch ganz gut dabei mit Nahrung und Holz. Der nächste Schritt wäre Salz. Können wir hier tatsächlich auch schon machen. Das Ding ist, wir haben ja vorhin festgestellt, erstmal, hier war wirklich nichts mehr, ne? Mina. Auf dieser Insel, ach doch, könnt ihr Marmor abbauen. Okay, wir haben Marmor auf unserer Insel. Mein König. Wie nah man hier ran musste an diese dummen Berge. Da war gerade ein Bär, glaube ich. Ist einfach despawned. Womit können wir dienen? Okay, wir haben Marmor. Wir haben Marmor und Salz. Salz war hier unten, oder? Genau, hier war Salz. Da müssen wir uns erstmal mit Marktplätzen hinbauen. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Aber nicht unmöglich, Chat. Aber nicht unmöglich. Aber so ein Ding kostet nämlich einmal, ihr seht es ja unten, 3 Werkzeuge. Es kostet uns 3 Werkzeuge, das hier zu erschließen. Oh, und ich muss jetzt so viel davon machen. So, kommen wir da jetzt gerade so hin, war? Okay. Das heißt, jetzt haben wir schon mal ziemlich viele Werkzeuge dafür ausgegeben. Werkzeuge sind am Anfang eine limitierte Ressource und sie sind sehr teuer, wenn wir sie dann kaufen wollen. Ich glaube aber, in 15.03 war das ein bisschen leichter zu managen als später. So, wir können das gerade nicht machen, weil uns das Holz fehlt. Okay. Weil wir natürlich auch Holz ausgegeben haben. Aber wenn wir genug Holz haben, dann können wir eine Salzmine bauen. Dann können wir eine Saline bauen, dann haben wir Salz und dann haben wir alle Anforderungen unserer Pioniere befriedigt. Sie haben aber gerade nicht genug Leder oder beziehungsweise das Leder ist nicht ganz oben, weil der hier nicht ausgelastet ist. Doch, 98% Auslastung. Und ein so ein Ding müsste doch erstmal reichen für die paar Pioniere. Saints Row for President, Dankeschön fürs Abo. Ja. Ach, Chat, was für ein schönes Spiel. Es ist gleichzeitig, Anno hat immer dieses gleichzeitig beruhigende, ne, so Seelenbalsam, aber auch Stress. Es kann auch richtig stressig sein. Es kann ein mega stressiges Spiel werden. Gerade die Übergangsphase in Anno 1602 habe ich das vor allem im Kopf. Die Übergangsphase zur eigenen Werkzeugproduktion hat mich immer gestresst als Kind. Und so, was machen wir jetzt mit dem Pionier, ne? Der steht jetzt hier halt dumm rum. Kann wieder ins Schiff rein. Und dann später halt so Sachen wie Nahrung oder so, wenn man sich vielleicht zu schnell weiterentwickelt hat und dann hat irgendwas gefehlt und man hat es halt erst recht spät gemerkt. So, können wir denn sonst schon irgendwas Neues bauen? Einer versunkenen Kultur liegen vor euch. Was? Schatz entdeckt? Wo habe ich denn einen Schatz entdeckt? War das im Add-on-Chat mit den Schätzen? Scheinbar habe ich irgendwie einen Schatz entdeckt. Ich weiß aber gerade nicht, wie das funktionierte in 15.03. Mir immer die Werkzeuge reingecheatet. Das ist auch eine Möglichkeit. So, ich wollte gerade checken, ob wir irgendwas Neues bauen können, aber ich glaube, die Saline... Oh, wir können schon eine Werft bauen. Nee, eine kleine Festung ist das, nicht eine Werft. Eine Werft wäre hier. Nee, der Militärpart in Anno war leider auch immer eher schwach. Und auch überhaupt nicht der Grund, weshalb man dieses Spiel spielt. So, da haben wir jetzt eine Saline. Eine Salzmine. Die Saline kommt noch. So. Die packen wir dann nämlich einfach hier so dazwischen, würde ich sagen. So. Und dann ist jetzt die Salzherstellung gewährleistet, Chat. Ist das nicht schön? Das heißt, wir haben jetzt nicht nur Fisch, wir haben gesalzenen Fisch, den die Leute essen. Aber sie essen immer noch nur Fisch. Weil die Kartoffeln sind ausschließlich für den Alkohol und der Jäger produziert ausschließlich Leder. Das ist eine reine Fischdiät. Bratwurst, Dankeschön fürs Abo. Du hast durch den Schatz gerade 2000 Taler bekommen. Oh, echt? Okay.
ich habe da keine Erinnerung dran, deswegen kann das sein, dass das so ein Add-on-Ding war, weil das Add-on für Anno 1503 hieß doch auch irgendwas mit Schätze, oder nicht? Schätze, es ist immer so eine Aufzählung von irgendwie drei Sachen. Okay, dann könnte man sich theoretisch langsam daran wagen, das hier alles auszubauen, Chat. Aber, und das ist ein großes Aber, die Siedler verbrauchen halt jedes Mal eine Einheit Werkzeug, wenn sie sich weiterbauen. Und wir haben ja hier zwei, das sind immer 2, 4, 8, 16 und hier habe ich 6 und hier habe ich 5. Also das sind deutlich mehr als 13 Tonnen Werkzeug, die wir gerade haben. Die zahlen dann natürlich auch deutlich mehr Steuern. Und wir sind krass im Minus, also vielleicht probieren wir es mal. Wir erlauben es mal kurzzeitig. Wir machen mal kurz. Okay. Und da haben wir schon drei Siedler, nämlich den hier und den hier. Guck mal, was für schöne neue Häuser die jetzt haben. Richtig, richtig pretty das Spiel noch. So, weil allzu viel davon will ich eigentlich nicht ausgeben. Ich brauche ja noch ein bisschen was, um einen Kontor zu bauen. Jetzt können wir übrigens, guck mal, was man sich jetzt hier alles freischaltet. Einfach nur, weil man diesen Status erreicht. Ein Kontor kostet nämlich 5 Tonnen. Ah, ich muss so oder so. Wir müssen so oder so gleich Werkzeuge einkaufen, Chat. Wir können sie genauso gut sich auch weiterentwickeln lassen, damit wir ein bisschen mehr Kohle bekommen. Hier, macht mal. Haut mal rein. 7 von euch können noch. Der Stand eurer Bevölkerung ist erbärmlich. Errichtet eine Schule. Habt ihr das gehört? Er hat gesagt, der Bildungsstand eurer Bevölkerung ist erbärmlich. Errichtet eine Schule. Oh ja, zu viele Adlige. Mein Gott. Darus, ich habe noch nicht Wusselfaktor gesagt, aber ich sage es jetzt gerne, auch wenn du Wusselfaktor geschrieben hast. Und Wusselfaktor, finde ich, ist fast noch das bessere Wort. Und ja, Werkzeughandel ist mir natürlich bekannt. Das ist immer die einzige Möglichkeit, die ich so gesehen habe, um diese Phase zu überleben. Dass man einfach einmal so teuer einkaufen muss, teuer Werkzeug einkaufen und dann baut man die eigene Produktion, die ja auch teuer ist. Aber dann geht's. So, eine Schule bauen. Eine Schule bauen können wir uns wahrscheinlich gar nicht mehr leisten, obwohl doch. Ach nee, die braucht ja Backstein. Richtig. Und wir brauchen ja auch. Wir brauchen ja auch Stein, um dann das hier zu machen. Das kostet. Obwohl, das kostet noch gar keinen Stein. Aber das hier kostet Stein. Genau, die Erzschmelze. Wir brauchen 10 Tonnen Werkzeug für die Schmelze und 10 Backsteine. Wir brauchen 5 Tonnen Werkzeug für die Erzmine. Und dann nochmal 3 Tonnen Werkzeug und 8 Tonnen Steine für den Schmied. Und dann können wir Werkzeuge bauen. Also 3, 8 und 10, also 18 davon und dann ein bisschen mehr von dem anderen. Das heißt, wir sollten jetzt schon mal den Einkauf starten von Werkzeug. Machen wir einfach mal bis 35 Tonnen. Ich versuche es hier mal zwei günstiger zu machen. Meistens verkaufen sie es einen dann trotzdem noch. Und verbiete ihn jetzt mal, sich weiterzubauen. Damit wir das jetzt mal ansammeln können. Das hier wird auch langsam besser. Ich vermisse ja ein bisschen den Regler. Ich mochte den Regler immer ganz gern in Anno 1602, wo ich den immer so an Anschlag drehen konnte. Weiß nicht, fand ich eigentlich ganz nett. So, dann können wir ja mal ein bisschen vorspulen. Oh, guck mal, wie es abgeht. Das da oben ist wirklich Wuselfaktor hoch 10. So, es gibt nämlich den freien Händler-Chat. Der ist ja auch irgendwo auf der Map. Meistens doch auch im Zentrum, oder war das erst später so? Weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls kommt der ab und zu vorbei und verkauft uns dann Sachen. Guck mal, wie unsere Bilanz übrigens gerade
sich ins Positive entwickelt. Wir waren gerade noch im dreistelligen Bereich. Sie wird halt gleich krass crashen, so wie wir Sachen einkaufen. Kann ja mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir verkaufen könnten, aber wir produzieren jetzt eigentlich von nichts Überfluss. Deswegen, wir brauchen alles selbst. Kommt der jetzt auch mal? Der war bestimmt hier schon bei unserem Nachbarn. Was macht der eigentlich? Guck mal, der breitet sich immer weiter aus. Ich hasse es. Brauchen eine Mauer. Nein, Chat. Das ist ja Quatsch. Wir brauchen Kanonen. Ich baue einfach... Die Festung können wir ja schon basteln. Wir bauen einfach davon ganz viele an den Rand. So, jetzt bauen wir gleich einen Überfluss von dem hier. Deswegen packe ich mir davon einfach schon mal ein bisschen was aufs Schiff. Weil wir müssen auf jeden Fall dann woanders hin, weil Erz können wir selber hier nicht anbauen. Ich glaube, man muss da schon ein Vorkommen für gehabt haben. Genau. Aber Backstein können wir dann später selber bei uns herstellen. Du hast eine Salzmine zu der Zeit, wärst du reich. Nee, ich habe keine Werkzeuge mehr auf meinem Schiff. Die habe ich schon vorhin einmal runtergeladen. Mich wundert gerade, dass der Händler nicht kommt. War das in 15.03 anders, Chat? Nee, oder? Es kam doch trotzdem noch der Händler. Oder muss ich doch wieder teurer machen? Ich habe ihn halt auch noch nicht gesehen, deswegen... Ach doch, hier. Er kommt. Chat, er kommt. Achtet auf unser Werkzeugvorkommen und auf unsere Bilanz. Bam, minus... minus 276. Aber dafür 35 Tonnen Werkzeug. Uiuiui, Chat. Teuer Geld. So. Und da gehen wir jetzt mal am besten... Wo gehen wir denn jetzt hin? Guck mal, hier sind doch so drei Gebirge drauf. Das wäre auch gar nicht so weit weg. Das heißt, dieser Handelsweg wäre auch nicht so schlimm. Flottenkommandant an Deck. Okay, so, geh mal raus hier. Es ist uns eine Ehre. Checken wir die Insel mal aus. Jawohl, mein König. Das Ding ist ja auch mit... Salzvorkommen wurde entdeckt. Okay, das ist nochmal Salz. Die müssen sich ja halt wirklich durch die... Der Scout hat einen Marmorvorkommen. Salz und Marmor haben wir aber selbst. Ist hier jetzt auch kein Erz? Ich krieg einen Rappel. Okay, nächste Insel, Chat. Wo gehen wir jetzt hin? Vielleicht die hier. Anker lichten! Mann! Die 35 Tonnen werden schnell weg sein. Ich habe ja schon der Bevölkerung verboten, die zu benutzen. Ja, Captain. So, kommt mal her jetzt. Kann dann dieser Art von... Wir machen uns auf den Weg. Oh! Es gibt Erz auf dieser Insel. Es gibt Erz auf dieser Insel, Chat. Das ist alles, was ich hören musste. So. Und wir müssen dann auch nicht... Warum? Sie benötigen Steine? Warum hat er mich jetzt da gerade hin? Random zu der anderen Insel hingezeigt. Ich bin verwirrt. So, wir holen uns das hier erstmal rauf auf die Insel. Und basteln jetzt. Wir haben ja immer noch keinen Backstein, fällt mir gerade ein, Chat. Dann produziere ich den einfach auch hier. Wir müssen ja hiermit anfangen erstmal. Habe ich das jetzt da hingebaut? Ich sehe das hier halt kaum. So. Wir müssen erstmal sowieso hier, Chat, Wald. Wer braucht Wald? Weg damit. Dann sehen wir auch mehr, was wir hier machen. Und dann bauen wir jetzt hier einmal so ein Ding. So, weil ich glaube, die laufen davon selber hin. Die brauchen da keinen Weg. Das hier Zoom auf der anderen Taste ist immer noch so verwirrend. So, dann kriegen wir hier nämlich Backstein. Und wenn die erstmal ein paar Backsteine haben,
glaube, man kann doch auch zwei davon bauen, oder? War das nur in Anno 1602 so, dass zwei von denen daran können? Ich probiere es mal. Aber ich glaube, da können zwei ran. Weil dann haben wir auch eine richtig ordentliche Produktion davon. So, und wenn wir davon dann genug haben und wir brauchen, haben wir denn jetzt noch genug Werkzeuge? Wir gucken nochmal. Wir brauchen 5 Werkzeuge, 15 Werkzeuge und 10 Steine, 18 Werkzeuge und 18 Steine. Okay, das heißt, wir haben schon mal nicht mehr genug Werkzeuge, um das hier einmal komplett zu machen. Wir müssen also auf jeden Fall nochmal zurück. Neue Befehle für die Flotte, Kommandant. Wir haben hier aber noch 5 Werkzeuge drauf. Das heißt, das müsste eigentlich reichen. Ich hau mal den Einkauf gerade raus. Wir haben eigentlich jetzt genug Werkzeuge eingekauft, um unsere komplette eigene Werkzeugproduktion herzustellen. Und da müssten wir dann eigentlich schon aus dem Schneider sein. Natürlich, das hier geht mit der Zeit wieder weg, ne? Das war ja eine einmalige Aktion, dieser Einkauf. Wir machen, eigentlich ist das hier viel relevanter. Wir machen 309 plus, aber 396 miese. Und diese 396 werden auch gleich nochmal deutlich mehr, weil eine Erzproduktion und eine Werkzeugproduktion auch noch scheiße teuer ist. Einfach im Betrieb. Aber hiermit, ich nehme ja sicherheitshalber auch nochmal ein bisschen Holz mit. Hey, Captain! Aber wir sollten eigentlich das hinbekommen, Chat. Ich bin guter Dinge. Ihr sicher auch. Dass wir hier... oh je. Ich dachte ehrlich gesagt, ich könnte das hier hinbauen. Aber ich kann es hier hinbauen. Hier hinbauen, hier hinbauen, hier hinbauen. Selbst hier kann ich es hinbauen. Aber hier nicht. Weil ich da jetzt diese Dinger so doof davor gebaut habe. Eieiei. Wenn ich es an die Seite baue, komme ich da denn rum? Oh ja, so eine kleine Brücke, das ist ja mega niedlich. Guck mal, dann bauen wir es einfach auf die Seite. Jetzt habe ich Holz ausgegeben, weil ich die Brücke gebaut habe. Gut, dass ich mir nochmal Holz aufgeladen habe, Chat. So, jetzt bauen wir hier eine Erzmine. Zack. Guckt mal, Chat. Jetzt haben wir eine wunderschöne Erzmine. Und dann bauen wir eine Erzschmelze. Die baue ich, glaube ich, hier hin. Die können sich das ja dann holen. Die brauchen auch Holz, oder? War das nicht irgendwie so? Stimmt, das heißt, ich sollte auf jeden Fall dann noch einen Förster bauen. Einfach einen einzelnen Förster auf der Insel, der konstant für Holz sorgt. Sonst würde er nämlich nicht. So. Und dann brauchen wir noch den hier. Für den fehlt uns gerade nur ein bisschen Stein. Und dann haben wir es, Chat. Wir haben es gleich. Ich will Heiko Klinge nicht traurig machen. Nur weil wir ein bisschen im Minus sind. Außerdem wuseln tun sie immer. Sie sind vielleicht ein bisschen hungriger dabei, aber sonst. So, come on. Nur noch 2. Bam! Eigene Werkzeugproduktion! Wir machen hier mal die Dingsi ein bisschen weg, dann können wir das ein bisschen näher uns angucken. Wie cool das auch aussieht hier. Richtig schick. So, okay. Also, die brauchen in der Herstellung Holz. Und der Schmied ja auch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob hier ein Förster reicht. Ich habe aber, glaube ich, auch nicht mehr genug, um noch einen zweiten zu bauen. Na, beziehungsweise, es braucht ja nur ein Werkzeug. Das kriegen wir dann auch noch hin. Ich baue den mal sicherheitshalber einen zweiten Förster-Chat. Das heißt, ich warte einfach mal, bis das erste Werkzeug hier fertig ist und werde das hier gleich benutzen. Einfach damit diese Produktion hier gesichert ist. So. Und dann kriegt der hier einen Weg.
das sieht doof aus. So. Okay, weil dann kann ich jetzt nämlich eine... Oh Gott, wie ging das jetzt nochmal? Wir wollen hier hin. Wir wollen Steine einladen. Und wir wollen Werkzeuge einladen. Und dann wollen wir hier hin. Jetzt habe ich die Perspektive natürlich gedreht. Und wir wollen Steine ausladen. Und Werkzeuge ausladen. Let's go. Ich glaube, so ging das, ne? Ja, der hat sich schon Steine aufgeladen. Damit müsste jetzt die Stein- und Werkzeugproduktion gesichert sein. Das heißt, wir können hier, und das ist jetzt auch sehr dringend, wir können jetzt wieder erlauben, dass wir das Werkzeug benutzt wird. Und dann bekommen wir mit der nächsten Fuhre quasi, müssten wir die erste Werkzeuglieferung bekommen. Hier sind nämlich schon 2 Tonnen hergestellt worden an Werkzeug. Wir hoffen einfach mal, dass unsere Erzmine hier nicht allzu schnell versiegt. Jetzt geht Anno erst richtig los. Naja, so nämlich. So, und da kommt hier jetzt die erste Werkzeuglieferung. 5 Tonnen Werkzeuge, das heißt 5 unserer Einwohnerchen können sich jetzt gleich nämlich jetzt... Oh, habt ihr das gesehen? Sie haben sich... Die 5 Tonnen waren einfach instant weg. Sie haben sich instant weiterentwickelt. Das fand ich ja übrigens super befriedigend in den späteren Anno-Spielen, wo sie gesagt haben, wenn du das ausstellst, dass sie sich automatisch entwickeln, kannst du es manuell machen. Und dann gab es diese Pfeile, die man drücken konnte. Und das fand ich irgendwie auch immer super befriedigend, bei ganz vielen Siedlern oder Pionieren oder was weiß ich, was sie gerade waren, zu klicken, dass sie sich weiterentwickeln. Weil guck mal, wie viel Kram wir jetzt hier schon machen können. Wir müssen halt, ihr seht, das hier ist ein Problem, weil unser Budget ist limitiert. Deswegen bauen wir dann auch mal, also ich warte erstmal, bis sie sich hier weiterentwickeln, aber dann bauen wir natürlich auch, ja, hier in die Mitte will ich eigentlich nicht so viel hinbauen. Aber ich glaube, hier auch nicht. Ich bleibe mal hier in Reichweite von dem Ding. Und bauen wir hier außen einfach noch ein paar hin. Ach Mist, ich bin in der Zeile verrutscht. Nee, das geht nicht, Chat. Sorry, Leute. Vielleicht sollte ich außen anfangen. So. Weil hier habe ich dann einen Platz gelassen. Das finde ich mal sehr lustig, wenn man die... Obwohl, der ist jetzt nicht mehr in der Reichweite von der Kapelle, ne? Nee, okay. Ist dann auch doof. Tschüss. So. Wenn die keine Kirche haben, was ist dann diese Existenz, die sie hier führen? Eine Kirche kann errichtet werden. Kapelle meinte ich natürlich, weil Kirche können wir erst jetzt bauen. So. Okay. Maximale Abdeckung. Eine Kirche war riesig. Guck mal, Chat. Hier müsste ich sogar den Weg noch wegnehmen, damit die da überhaupt hinpasst. Aber das können wir dann gerne machen. Das kommt dann hier hin. Das heißt, wir ziehen mal den Weg hier durch. Und nehmen mal den Weg hier weg. Und da kommt dann die Kirche später hin. Cool. Hier wird noch alles erreicht. Sehr gut. Eieiei, Chat. Durch die ganze Siedlung durchklicken und U-Spam. Ja, genau. Wir sollten endlich Hanf anbauen. Für die Seile natürlich. Erstmal müssen wir warten, bis sich unsere Leute hier weiterentwickeln, damit das Budget sich mal ein bisschen erholt. Aber ihr seht, ne? Ich meine, hier geht es gerade aus Gründen nach unten. Ich hoffe... Eieiei, stimmt. Wie sieht es denn mit unseren Ressourcen aus? Nahrung ist ganz unten. Oh. Oh, fuck. Okay, Moment.
Wir machen das noch einmal aus. Wir warten noch mal auf die nächste Werkzeuglieferung und dann müssen wir uns einmal kurz um Nahrung kümmern, Chat. Ihr wisst ja, die Kleinigkeiten, die einen manchmal aufhalten. Vielleicht bauen wir einfach noch einen Jäger? Wir haben hier so viel Platz. Und der kostet halt nicht so viel. Dann kommt hier nämlich mal ein Jäger hin. Gott, die Musik gerade. Wir müssen nur einmal warten, bis unser Schiff kommt. Thomas, es ist 15 Uhr. So spät ist noch gar nicht. Ich spiele noch gar nicht so lang. Aber es ist diese Art Spiel, auf jeden Fall. So. Ist das der richtige Eingang, den ich hier gewählt habe? Ich glaube schon, ne? Gott, dieses Wegesystem, ich finde es so dumm. Warum snappt das da nicht einfach automatisch ran? Euer Volk hungert. Ja, euer Volk hungert. Hungern, schmungern, sage ich immer. So, jetzt darf hier natürlich kein Leder gebaut werden. Wir können ja auch Rinderfarmen bauen, Chat. Wie wäre es denn damit? Bin ich zwar kein großer Freund von, aber es wäre eine Alternative. Die kosten sehr viele Werkzeuge. Deswegen bin ich eigentlich erstmal Fan von dem etwas günstigeren. Wir bauen jetzt hier ein paar Jäger. Einfach um das auf der Ebene schon mal so ein bisschen aufzufangen. Achso, Leder ausstellen. Oh. So, dann haben wir nämlich diese zwei Nahrungslieferanten. Vielleicht gleichen die das ja erstmal aus für das bisschen, was wir hier haben. Wir haben leider auch kaum Stoff, das heißt, wir sollten wahrscheinlich noch mal zwei Schafsfarmen und eine Webstube bauen. Bei späteren Anno-Teilen wurdest du immer erinnert, wie lange du spielst. Da hat der Erzähler dann so Sachen gesagt wie ein paar Kniebeugen lockern die Muskeln oder habt ihr heute überhaupt schon etwas gegessen? Er meint mit, es mangelt an Nahrung einfach mich. Es mangelt bei mir an Nahrung. Schmuse-Operator, frohes Schaffen und danke, dass du da warst. So. Okay, wir müssen halt erstmal das, was wir schon haben, da werden die halt sehr, sehr, sehr sauer, wenn man ihnen quasi wieder was wegnimmt. So, machen wir das mal so hier. Ich wäre mit meinen Kartoffeln dann später auch noch in die Richtung. Ich glaube, das hier ist okay. Und dann einmal noch eine Webstube. Packe ich die jetzt einfach hier, so nah beim Volk. So. Das heißt, damit sollte dann der Stoff auch ganz gut aufgefangen sein. Und Leder haben wir ja scheinbar genug. Leder ist das Einzige, von dem wir noch ein bisschen mehr haben. Aber Alkohol brauchen wir noch mehr, Chat. Mehr Alkohol. Wir haben doch auch Hanf, ne? Nee, Hanf ist nicht Alkohol. Quatsch. Hopfen. Aber Hopfen können wir noch gar nicht bauen. Mist. Das heißt, wir brauchen dann schon erstmal noch die hier. Müssen nochmal auf die nächste Werkzeuglieferung warten. Jetzt treibe ich natürlich auch die Produktionskosten wieder in die Höhe. Das heißt, wir brauchen dann noch mehr Siedler. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ein Feuer ist ausgebrochen? Ja, too bad. Ich habe noch keine Feuerwehr. So, hab das Feuer gelöscht. Jetzt brich ich hier noch ein Feuer aus, Chat. Ich bin noch nicht so weit. Seht ihr, was ich meine mit die Werkzeugproduktion? Macht Stress? Könnt ihr jetzt, glaube ich, gut nachvollziehen. So, wie machen wir das jetzt? Das habe ich hier eigentlich nicht gut gebaut. Ich kann das hier kaum so parallel bauen. Ich will eigentlich immer schön bauen. Machen wir es halt so. So. Nochmal zwei neue Kartoffelfarmen. Hier noch einmal mehr. Hier noch einmal mehr. Hier und hier. So, wo war nochmal euer Dings? Ist das jetzt ganz links oder ist das in der Mitte, Chat? Ich glaube, es ist in der Mitte. Und ihr bitte keine Nahrung, sondern nur Alkohol. Habe ich aber den hier auch gemacht, ne? Ja, okay.
Okay. Okay. Das heißt, jetzt sollte das hier alles da sein, was sie haben wollen, und dann können wir ihnen auch wieder die Baumaterialien geben, damit sie sich weiterentwickeln können. Ich mache mir selber Stress, vielleicht. Ich habe aber auch mein Budget da links unten im Blick, Chat. Und das gefällt mir gar nicht, was ich da sehe. Deswegen schiebe ich hier ein bisschen Panik. Ich glaube, das hätte man alles ein bisschen smoother machen können. Wir hatten aber auch sehr Pech, dass wir kein Werkzeug auf unserer Insel hatten, weil dieses extra einen Kontor zu bauen da drüben und so, das braucht dann natürlich nochmal extra Ressourcen. Das ist super doof. So eine Schule könnte man ja auch bauen. Ich wollte ja da eigentlich die Kapelle haben. Vielleicht machen wir erstmal die Schule dahin. Weil die zahlen, glaube ich, auch einfach mehr, wenn sie das dann erstmal haben. Eieieiei. Wartet mal kurz, Chat. Ich mache mal kurz meine Kamera aus. Kurz mein Mikro aus und putze mir mal die Nase. So. Danke für eure Geduld. Kamera wieder an. Weil dann baue ich doch, glaube ich, erstmal eine Schule. Damit die Siedler dann mehr zahlen. Aber ich möchte eigentlich auch, dass die sich erstmal entwickeln. Aber uns geht die Zeit aus. Das macht mich sehr nervös. Das macht mich sehr nervös alles. Ich meine, es erholt sich ja hier langsam, ne? Wir steigen ja, unsere Bilanz steigt. Auch nicht unwesentlich. Aber es gibt jetzt auch nichts, was ich erstmal ausmachen könnte. Obwohl, Chat, obwohl. Es gibt etwas, das ich ausmachen könnte erstmal. Wir brauchen nämlich gerade keinen Stein aktuell. Das heißt, wir können den Steinmetz und den Steinbruch kann man gar nicht ausmachen, weil da niemand aktiv arbeitet. Außer der Steinmetz. Dann können wir den erstmal ausmachen, dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen Geld gespart. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Oh, habt ihr das gehört? Mehr als 500 Menschen? So, und hier wird ja langsam alles zu Fashion-Siedlern. So, wie gesagt, ich würde sagen, dann machen wir hier die Schule und dann dahinter die Kapelle. Also ein bisschen anders als ursprünglich geplant. Mit Kapelle meine ich natürlich Kirche. Steine verkaufen, das geht auch, ja, stimmt. In meiner Erfahrung ist das aber dann immer nur so ein bisschen was, was man da drüber reinbekommt. Einfach mal hier, bis wir noch 35 davon haben. Wir verkaufen es mal für, na, ich lasse mal so. Man kriegt halt nicht viel für Stein. Aber es ist ein guter Punkt, es ist ein sehr guter Einwand, weil so ein bisschen Plus hilft uns gerade viel. Wir sind halt immer noch im dreistelligen Minusbereich. Es gibt noch diverse Siedler, die sich hier und hier und hier weiterentwickeln können. Und ich hoffe, dass wir jetzt zumindest hier... Flammen des Inferno bedroht euer Volk. Mann! Guck mal! Das war ein Siedlerhaus. Okay, wir brauchen vielleicht zuerst mal eine Feuerwehr. Wo war denn eine Feuerwehr? Kann ich überhaupt schon eine Feuerwehr bauen? Ich kann doch noch gar keine Feuerwehr bauen, Chat. Oder bin ich blind? Weil die wäre doch einfach hier gewesen, oder nicht? Wieso kann es denn brennen und ich kann keine Feuerwehr bauen? Kinta, dankeschön. Dankeschön fürs Abo. Ha. Na gut, aber guck mal, wie viele Siedler wir jetzt schon haben. Das stimmt nicht sehr positiv. Ich glaube, wir kommen hier raus, Chat. Die Militärkosten, ich glaube, die kommen von unserem Boot. Ja, guck mal, wir nähern uns einer positiven Bilanz. Wir haben noch 6000 Taler im Koffer.
Wir haben immer mehr Siedler, die auch halbwegs happy sind. Sie sehen zumindest, also das ist, für mich ist das ein sehr glückliches Gesicht. Für mich ist das ein Gesicht, das man stärker besteuern kann. Leider habe ich darüber keinen Einfluss in diesem Spiel. Das mit dem Brennen macht mich ein bisschen fertig. Ich will eine Feuerwehr bauen können. Na gut. Wie gesagt, so, jetzt haben wir ja genug Ressourcen. Jetzt können wir ja mal eine Schule bauen. So, ich habe zwar hier extra den Weg schon einmal angepasst, aber das können wir ja wieder rückgängig machen. Und dahinter bauen wir dann eine Kirche. Guck mal, jetzt steigt nämlich das Bildungslevel unserer Leute. Oh, schön. Stimmt, hier konnte man ja sogar forschen. Oh Gott, das habe ich schon wieder vergessen. Schwerter. Oder ein Brunnen. Richtig, damit wir die Feuerwehr machen können. So. Gott, diesen Part habe ich ja komplett vergessen, Chat. Die Hitze zehrt das Land aus. Oh, eine Dürre. Nein, nicht schon wieder. Ja, aber auf unserer Insel oder auf der... Nee, okay. Auf der Insel darf ruhig eine Dürre sein. Das ist okay. Das ist okay, Chat. Falscher Alarm, falscher Alarm. So, jetzt können wir eine Feuerwehr bauen. Kriegt die natürlich hier nur hier hin, damit sie wirklich viel Reichweite hat. Ich meine, theoretisch könnte auch der eine Siedler weichen oder ich baue halt mehrere Feuerwehren. Ich glaube, wir brauchen zwei davon, Chat. Das mag ich zwar nicht, aber dann sind wir wenigstens gleich in zwei Richtungen versichert. Obwohl die ist voll teuer. Ne, 15 ist okay. 15 ist eigentlich okay. So, wie sieht's mit unserer Bilanz aus? Oh, Chat, nur noch ein ganz bisschen. Was ist der gelbe Balken unter den Siedlerporträts? Was meinst du? Das hier ist, glaube ich, nur Schmuck. Oder was meinst du? Die Einwohner sind sehr zufrieden. Hier kann ich nichts machen. Den gibt's ja hier auch. Ich glaube, das ist nur Schmuck. Die Einwohner sind sehr zufrieden mit ihrer Herrschaft, hat er gerade gesagt. Auch das für mich ein typischer Satz, der nach Steuererhöhung schreit. So, jetzt haben wir hier und dann kommt hier noch einer hin und dann haben wir zweimal Feuerwehr. Und hoffentlich kein Feuer mehr. Diese Musik. Eine Feuersbrunst wütet oh. In eurer Stadt. Oh! Chat, wir sehen sofort den Einsatz. Da kommt er. Da kommt er angeradelt. Oh, und ich muss das Siedlerhaus nicht mehr abreißen, Gott sei Dank. So, aber wie gesagt, der, ihr seht ja hier die Reichweite. Wenn jetzt einer von denen hier brennt, dann wäre schlecht. Oh, ups. Deswegen wollen wir hier noch einen haben. Aber dafür müssen wir noch auf die nächste Werkzeuglieferung warten. Zumal ja immer noch ab und zu mal... Das hier finde ich übrigens immer ein bisschen weird, wenn die zufällig in der gleichen Ausrichtung sich entwickeln und man dann sehr merkt, dass das die exakt gleichen Häuser sind. So, okay. Jetzt sind wir schon mal, wir sind vor Feuern geschützt. Wir haben eine eigene Werkzeugproduktion. Wir haben eine Schule. Chat, da wäre ich auch sehr zufrieden mit meiner Herrschaft. Ich hoffe, ihr seid auch sehr zufrieden mit meiner Herrschaft, Chat. Seid ihr zufrieden? Ich hoffe es. So, und dann können wir so ein fettes Kirchengebäude bauen, das auch voll viele Taler kostet, merke ich gerade. Vielleicht sollte ich warten, bis ich im Plus bin. Schöne kleine Siedlung. So, wie sieht's denn eigentlich aus mit Nahrung und so? Guck mal, die zwei Jäger haben vollkommen gereicht. Ich musste gar nicht erst hier mit Rindfleisch oder so ankommen. Der Gerber wird halt langsam ein Problem. Aber das ist ja relativ easy lösbar, weil so ein Jäger bauen, wir haben halt hier so viel Fläche, die ungenutzt ist. Da können wir auch noch einen Jäger bauen, der nur
sich ums Leder kümmert. So, habe ich das jetzt? Na, ich glaube, ich habe es genau am falschen Ding gemacht. So. Weil die Gerber hier, der ist ja auch nur auf 77%. Vielleicht hilft das dann da ein bisschen, dem entgegenzuwirken. Diebelspiel Serbe, das Radiusgefriemel beim Siedlungsbau war immer Krampf. Ja, es gibt so ein paar Eigenheiten im Mikromanagement bei dem Spiel, die ich auch komisch finde. Ja, auch das mit den, ne, dass die müssen ja jetzt immer hier hin. Die müssen immer zu diesen Marktplatzständen. Sonst kommen sie nicht an ihren Kram ran. Vorher war das einfach immer so impliziert, dass sie da so oder so rankommen. Marktplatzhaus, siehst du, wir können unser Marktplatzhaus upgraden. Einfach nur, weil wir können. Oh, toll. Geht auch mit dem Konto auch, ne? Oh, aber da fehlen uns die Werkzeuge gerade. Haben wir jetzt eigentlich auch Verkaufserlöse? Ja, jetzt guck mal, hier so ein paar. Aber es fehlt noch ein bisschen was, damit sich das hier alles noch weiterentwickelt. So, wartet mal, ich mach mal hier zu. Damit wir dann hier einen neuen Marktplatz bauen können. Um dann weiter in die Richtung zu bauen. Um dann wiederum mehr Siedler zu haben. Dann können wir jetzt nämlich hier auch mal zumachen. Das hat mich nämlich die ganze Zeit schon gestört, dass ich hier diese offenen Wege habe. Können hier so ein bisschen weiterbauen. Weil wir dann nämlich einfach bei diesem Dingsi hier neue Marktstände bauen. Und dann können die Leute sich das auch da wieder abholen. Nämlich einmal hier ein und hier ein und den anderen brauchen wir noch nicht. Und da ist dann noch Platz für das fette Ding. Das ist so ein Monster. So, jetzt ist die Frage. Ach, nee, guck mal, die sind schon. Jetzt ist eine Dürre hier. Ich wollte nämlich gerade eigentlich gucken, dass ich ein zweites Wirtshaus baue. Aber okay, Brand ist nicht schlimm. Lasst euch von der dramatischen Musik nicht täuschen. Ein Brand ist nicht so schlimm. Jetzt bin ich natürlich auch... Ach, wir sind so kurz vorm Plus-Chat. Das stört mich gerade sehr. Wir sind kurz davor. Aber wenn ich jetzt weiter in die Richtung hier baue, dann kriegen die Leute halt nicht mehr das, was sie brauchen. Deswegen baue ich erstmal hier noch ein paar hin. Weil die kommen nämlich noch überall ran. Außer vielleicht an die Schule. Obwohl, nee, die Schule hat voll große Reichweite. Och, die sind da alle noch drin, Chat. Oh, ist das befriedigend. Okay, nee, alles top. Alles tippitoppi. Oh, wie habe ich das denn gemacht? Den habe ich eins versetzt gebaut. Machen wir hier auch zu. Damit da die Feuerwehr auch überall hinkommt. Und dann springen wir mal ein bisschen vor. Und gucken auf unsere Bilanz, die sich jetzt gleich Gen Plus bewegt. Wir haben noch 4000 Taler, Chat. Ich hatte irgendwie nicht mehr im Kopf, dass das so kompliziert ist. Aber es wäre wahrscheinlich auch leichter geworden, wenn ich jetzt noch mehr im Kopf gehabt hätte, wie das alles funktioniert und es nicht so halb neu rausfinden muss. Was für ein schönes Spiel. Ah, schön. Weil vielleicht kriegen wir dann noch, wenn ich die Kapelle, die Kirche baue, oh, sie haben nicht genug Salz, wa? Bedarf von Salz ist zu 0% erfüllt. Wie kommt das denn? Warum ist der denn nicht ausgelastet? Die sind ja beide nicht ausgelastet. Oh nein, Chat!
Fuck. Ja, da bin ich ein bisschen selber dran schuld. Die hatten die ganze Zeit keinen Weg. Wir haben hier seit Stunden eine Saline stehen. Die haben die ganze Zeit einen ganzen Kisten voller Salz stapeln sich bei denen und die denken sich, holt das auch mal jemand ab. Wir haben denen die ganze Zeit das Salz unterschlagen. Die essen Fisch ohne Salz, die essen Wild ohne Salz. Oh man. Ich glaube, die zahlen vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, wenn sie Salz haben. Das Volk bejubelt eure Herrschaft. Ja, das Volk bejubelt eure Herrschaft, dankeschön. Oh, ist das unangenehm. Die haben nie gemeckert, die haben nie gesagt, dass ihnen Salz fehlt. Die wussten halt auch noch gar nicht, dass sie Salz überhaupt brauchen. Oh, weia, Chat. Ja, so, guckt mal, da nämlich. Und jetzt werden sie auch direkt... Und da... da war es doch gerade. Jetzt muss natürlich noch das hier ausgleichen. Und... Ey, positive Bilanz, Chat, mit 2.900 Talern. We did it. Er hat die Straße angeschlossen. Oh, boy. Oh, bitte erzählt das niemandem weiter. So. Oh, guck mal, wie die Kapelle stimmt, weil die ja jetzt die gleiche Funktion erfüllt. Das heißt aber auch, dass ich... Nee, die Kapelle brauche ich schon noch. Weil sonst sind die hier... Der hier hat eigentlich gar keine Kapelle, ne? Doch, er kommt da noch hin. Ach, er selbst kommt da noch hin, aber... Ah, okay, verstehe. Oh, guckt mal. Wie schön. Jetzt sind wir wieder im Minus. Fuck. Ich glaube, weil die Kapelle richtig teuer ist. Ja, die kostet 50 im Upkeep. Das müssen sich aber eigentlich gleich wieder erholen. So, also momentan ist das Wirtshaus noch der limitierende Faktor hier, weil wir echt nicht so viel... Oh, die hat auch gerade voll viel in der Herstellung gekostet, ne? Aber dafür seid ihr doch jetzt voll happy. Und könnt mir mehr zahlen. Warum sind denn jetzt hier die Einnahmen so eingebrochen, Chat? Mangels an irgendwas? Salz haben wir, Stoff haben wir eigentlich auch noch. Ja, Leder. Ugh. Ich habe leider gerade kein Geld, um hier noch mehr reinzubuttern. Okay, da haben sich noch mal ein paar entwickelt. Also ich hoffe, dass sich das jetzt wieder ausgleicht. Wir haben auch immer noch keine aktive Steinproduktion, muss ich dazu sagen. Weil ich die ja ausgeschaltet habe. Aber ja, irgendwas fehlt ihnen. Ich glaube, es ist vor allem das hier. Den Rest holen sie sich ja eigentlich immer. Weil der hier müsste ja, der ist zu 100% ausgelastet. Wir können also einfach einen zweiten Gerber bauen. Und dann vielleicht nochmal eine Jagdhütte, weil wir werden jetzt nicht... Nee, heute... Nee, das sind Pelze. Doch, wir haben tatsächlich mehr Tierhäute, als verarbeitet werden. Ja, dann baue ich einfach mal erstmal einen zweiten Gerber. Weil der ist ja auch nicht so teuer. Der kostet ja nur 9 im Upkeep. Und dann gleicht das vielleicht wieder aus. Die Holzfäller ausschalten. Das Ding ist, die sind halt auch nicht wirklich... Also wir brauchen auf jeden Fall keine 3 Holzfäller. Das ist absolut korrekter Einwand. Und hier... Wie sieht's hier auf unserer Werkzeuginsel aus mit dem Holz? Nee, auch mehr als genug. Können wir auch mal einen ausschalten. So, wie sieht's eigentlich... Wie steht's denn um Nachbarn? Oh, guck mal, wie der sich hier verbreitet. Der hat eine kleine Festung. Oh, der wird uns noch so Stress machen. Entwickeln die sich gerade zurück, Chat? Oh mein Gott, ja, ihnen fehlt der Alkohol. Oh, das geht halt gar nicht. Wenn denen Alkohol fehlt, werden die so stockensauer. Aber wir können jetzt Hopfen bauen.
Hopfen und Brauerei. Ich glaube, das ist unsere Erlösung. Allerdings habe ich nicht mehr genug Taler dafür. Oh nein, Chat. Ich habe nicht mehr genug Taler dafür. Ich habe aber noch genug Taler hierfür. Also, aber auch nur gerade so. Um nicht zu sagen, eigentlich habe ich nicht genug Taler dafür. Ab wie viel Minus ist man raus, Chat? Oh shit. Oh mein Gott. Ich kann nicht mal mehr das Feld bestücken. Okay, wartet. Wir brauchen ja gerade keine... Wir schalten einfach mal das hier alles kurz ein bisschen ab. Chat. Wir machen hier einmal kurz einen Produktionsstopp. Das stresst mich gerade ein bisschen. Damit wir das so ein bisschen auffangen können. Weil jetzt sind wir auf jeden Fall wieder im Plus. Fuck. So. Den einen Holzfäller würde ich schon ganz gerne anlassen. Die hier sind alle schön am Sachen ranholen. Okay, wir haben einen Überschuss an Salz. Deswegen können wir doch mal Salz einfach verkaufen, oder? Hier, bis wir noch irgendwie 40 Tonnen davon haben. Haben wir noch von irgendwas einen Überschuss? Also wir haben jetzt tatsächlich sehr viel Nahrung. So, der soll hier schön mal weitermachen. Es kann sein, dass der jetzt nicht genug ausgelastet ist, der eine hier. Aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall... Also wir sind eigenartigerweise hier minus 1000. Was ich nicht so ganz verstehe. Weil ich kaufe doch auch nichts mehr ein, oder? Nee. Aber wir sind im Plus-Chat. Eigentlich ist das auffangbar. Die Bürger müssen mehr abdrücken, ja echt mal. Und sie haben sich hier auch wieder zurückentwickelt, das seht ihr ja. Auch wenn ich hier nur so ein behelfsmäßiges... Das ist kein gutes Kartoffelfeld. Ich würde ihm ja gerne helfen, aber ich habe leider gerade nicht mehr. Oh, wir brauchen dringend mehr Alkohol. Holy shit. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Ich kann mal hier das Feld ausbauen. Hopfen würde uns halt wirklich so viel mehr bringen. Es ist eine so viel effizientere Art und Weise, Alkohol zu gewinnen. Aber jetzt haben wir erstmal ein Feld mehr. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Das Ding ist natürlich, der hier muss gerade ganz schön ackern, um die ganzen Sachen hier abzuholen. Also die sind ja auch limitiert bei der Anzahl an Wagen, die sie haben. Und da hilft es normalerweise auch, einen zweiten von zu bauen. Aber ich kann ja auch theoretisch mal einfach das hier miteinander verbinden. Dann kann der hier zur Not mal aushelfen. Weil beim anderen ist ja viel ausgeschaltet gerade. Wir haben natürlich jetzt auch gar keine Werkzeuge mehr, weil die Produktion ja aus ist. Aber wir sind gerade gut im Plus, Chat. Ich glaube, die finanzielle Krise lässt sich so überwinden. Wie spät ist eigentlich? Ach Gott. Genau, wenn ich den Marktplatz aufbaue, dann kriegen die auch mehr Wagen und können mehr abholen und dann wird das auch effizienter. Das brennt gerade. Brand ist auch schon wieder vorbei, das freut mich. Das Volk fühlt sich wohl, das ist ja gut. Also ihnen hat zwar gerade Alkohol gefehlt und sie haben sich zurückentwickelt, aber und es hat gerade gebrannt, aber insgesamt geht es ihnen echt, also insgesamt ist alles Knorke. Wir sind auch hier, ne, fast 100 mehr Einnahmen als Ausgaben. Mit den Verkäufen gerade sogar noch mehr. Dadurch, dass wir jetzt Salz verhökern, haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Geld. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Kann ich dann das hier wieder anmachen?
Weil ich brauche Werkzeug, um Sachen zu bauen. Ja, okay. Das heißt, die Werkzeugproduktion ist jetzt wieder an. Und ich würde auch ehrlich gesagt gern einen der Steinmetze wieder anmachen. Wir müssen jetzt halt die Balance finden, wo alles funktioniert. Ein flammendes Inferno bedroht. Weil es sind halt sehr viele, ne? Es sind ja wirklich viele Leute hier schon. Das heißt, die verbrauchen natürlich auch ziemlich viel. Aber ich glaube, das mit dem Alkohol sollte jetzt so halbwegs passen. Ich würde gerne diesen einen Marktplatz hier ausbauen, so wie wir dann wieder Werkzeuge haben. Und ja, okay, das sind jetzt Zahlen, mit denen kann ich gerade leben. Dadurch, dass wir jetzt auch ein paar Verkaufserlöse haben. Chat, ich glaube, es ist alles okay. Ich glaube, wir haben es gerichtet. Also, dann kommt jetzt der entspannte Part wieder. Zugucken, wie es rumwuselt. Also ich muss ja sagen, ne, Anno 1503, immer noch ein schönes Spiel. Nicht das beste Anno, aber immer noch ein schönes Spiel. Und ich mag halt, es ist ja das letzte 2D-Anno und ich finde diese 2D-Optik halt super sympathisch. Ich finde zwar auch, also sowohl 1701 als auch 1404, die sehen fantastisch aus, die Spiele. Die sehen heute noch richtig gut aus, auch super detailliert, was diese kleinen Mini-Animationen immer angeht. Aber ich finde, das hier hat irgendwie nochmal einen anderen Flair. Und ich muss auch wirklich sagen, ich kann euch die History Collection, wenn nicht gerade die Ubisoft-Server down sind, sehr empfehlen, weil das dann auch moderne Auflösungen unterstützt und das sieht so toll aus. Ich konnte das bei mir zu Hause sogar in Ultra-Wide spielen und das war super. Was ist denn das beste Anno? Das ist eine schwierige Frage, Alucard. Ich glaube, 1404 ist so mit ganz oben dabei. Ich glaube, mein Lieblings-Anno wird rein aus der Nostalgie und allem, was ich damit verbinde, immer 1602 bleiben. Aber ich glaube, 1404 ist so das Beste. Und vielleicht auch 1800 auf irgendeine Art, aber das habe ich dann, wie gesagt, das habe ich ja nur 20 Stunden oder so gespielt. Da müsste ich eigentlich nochmal einen Versuch mit Wagen-Chat. Mit 1800. Und ich bin auch sehr interessiert daran, ich glaube 1800 hat zum einen gerade erst wieder ein neues Add-on bekommen, aber ich bin auch sehr interessiert daran, was sie als nächstes machen mit der Anno-Reihe. Weil sie waren jetzt so lange nicht mehr in diesem klassischeren mittelalterlichen Setting, dass man das fast schon wieder machen könnte. Also mich würde auch nicht wundern, wenn sie sagen, wir gehen einfach nochmal und machen nochmal 1602. Also es gibt einen Remake von 1602 oder so. Würde mich gar nicht wundern. Weil 1500, 1400, 1600 haben sie halt jeweils und wenn sie ihr blödes Quersummenspiel machen wollen, dann können sie halt nicht nochmal in diese Jahrhunderte zurück. Also man könnte natürlich noch weiter zurückgehen. 1300, 1200 oder sonst irgendwas. Das fände ich auch spannend. Anno 1800 hat richtig viele DLCs, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß aber nicht, wie und ob die gut sind. Anno 9. Das fände ich irgendwie sehr ulkig. Ach, Chat, guckt mal, das lässt sich doch jetzt. Wir haben wieder 2000 Taler in den Koffern. Wir haben Nahrung, wir haben Salz, wir haben Leder. Wir haben ein paar Stoffe. Ich glaube, das haben wir ganz gut aufgefangen hier alles. Ich würde nämlich als nächstes ganz gerne diese Produktion hier ersetzen durch Hopfen. Oder könnten wir ihnen hier noch etwas geben? Sie wollen Tabak und Gewürze. Kann ich Tabak nicht sogar? Ach nee, es sind Heilkräuter. Wein und Hopfen. Wein ist für später relevant. Hier können wir... Oh, wir können Tabak auf unserer kleinen Mini-Insel hier anbauen. Das wäre doch eine Idee, Chat. Wollen wir das vielleicht machen, damit wir noch Bürger sehen heute? Ich bräuchte mal ein anderes Schiff. Das könnten wir theoretisch noch hinbekommen, weil Tabakproduktion zu machen ist, glaube ich, gar nicht so problematisch. Weil guck mal, so eine... nee, das ist Hanf. Naja, es kostet halt ein bisschen Stein und so.
Und ich glaube, produzieren die nicht direkt Tabak oder brauche ich da... Nee, ich brauche nochmal die hier. Ja, nee, das kriegen wir hin. Wenn das Schiff das nächste Mal hier ist... So, stoppen wir ihn einfach einmal. Mein Captain! Nehmen uns hier ein paar Steine mit. Und auch das Werkzeug, was er gerade uns hier noch hingeladen hat. Und bauen hier gleich mal ein bisschen Tabak. Nur noch schnell diese eine Sache. Ja, ja, genau. Oh, wieso ist denn der hier? Achso, nee, einfach nur, weil er voll ist, ne? Ich werde hier auch einfach mal den Marktplatz upgraden, glaube ich. So, dann machen wir das hier nochmal runter. Und werden hier einmal... mit Marktplatz meine ich natürlich den Kontor-Chat. Ihr wusstet genau, was ich meine. So, und dann gehen wir mal in die Richtung hier, würde ich sagen. Obwohl, da reicht eigentlich noch ein normaler Marktplatz. So hier? Oder eher hier? Nee, schon hier, ne? Hier ist mehr Platz. Na, na, na. So. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Ja, ja, Brandschmand. Wir haben noch Feuerwehr, ist doch alles gut. Und dann machen wir Tabakplantagen einfach. Die Einwohner sind zufrieden mit euch. Wie befriedigend das ist, wie oft er mir sagt, dass die Einwohner mit mir zufrieden sind. Gott, die haben so einen komischen... Das ist übrigens auch so ein Ding, ne, wo sie später gesagt haben, wir bauen die Felder einfach automatisch für dich hin, damit du das nicht mehr hier in Kleinarbeit machen musst. Was für schöne Gebäude das sind. So. Wo sind eure Ausgänge? In der Mitte? Das heißt, wir machen das hier so. Und dann Tabak. Oder machen wir gleich zwei hiervon und vier davon? Das wäre halt auch eine Möglichkeit, Chat. Ich glaube, ich baue erstmal ein. Okay, dann... Machen wir das hier nämlich so, dass der gleich auch den, nee, das sind Seile. Was ist denn hier von, das hier wollen wir haben. Und hier lädt er das ein. So. Und dann kannst du wieder loslegen. Auf und davon! Dann haben wir jetzt nämlich, gut, dass ihr es sagt, Chat. Ich bin noch selber drauf gekommen. Eine Verbindung zum Marktplatz ist wichtig, habe ich mir sagen lassen. Oh fuck, wir haben nur noch einen Taler. Oh no, wir sind wieder im Minus. Aber wenn sie Tabak bekommen, Chat, dann geht's so richtig los. Dann geht's so richtig los. Oh, hier steht gerade viel Text. Bis auf Botanica und gesungene Schätze sind bisher alle DLCs von Anno 1800 sehr empfehlenswert, vor allem weil es bei den späteren DLCs immer mehr mit den vorherigen verbunden wurde. Die wichtigsten sind aber aus meiner Sicht Reiche Ernte, Paläste der Macht und Speicherstadt. Land der Löwen, Passage und Dächer der Stadt sind cool, um mehr von allem zu haben, und alle DLCs aus der jetzigen Season 4 dienen zur Erweiterung der neuen Welt. Meine Güte, das ist aber richtig viel, holy shit. Oh, gab es schon Leaks zu Anno? Habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, also krass. Ich wusste, dass Anno 1800 viele DLCs bekommen hat, aber nicht, dass es so viele sind. So, ich bin jetzt sehr gespannt. Wenn die Siedler jetzt Tabak bekommen, dann haben sie ja alles bis auf eins. Entwickeln die sich dann weiter? Eigentlich schon, oder? Weil das hätte ich einfach gerne noch drin in dem Stream, dass wir... Oh! Ja! Nee. Das war ein Siedlerhaus. Ich dachte gerade, er hat sich schon weitergebaut. Dass wir Bürger noch erreichen, finde ich halt ganz schön. Und das würde dann ein ganz neuer Stress werden, weil die verbrauchen dann mehr, weil da leben ja auch immer mehr Leute drin in diesen Häusern. Oh,
heißt das nicht? Oh, ich habe gerade Tabak angebaut. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Ihr habt gerade Tabak da angebaut und dann gibt's eine Dürre. Dann geht Anno richtig los. Haben wir das nicht heute schon mehrmals gesagt? So, mal sehen, ob hier gleich was aufploppt. Von dem bisschen Tabak, was sie dann haben. Ich meine, das ist ja so schnell wieder weg. Weggeraucht oder gekaut. Anno 1800 ist auch, soweit ich weiß, das erfolgreichste Anno bisher. Das würde mich nicht wundern. Ich hatte auch das Gefühl, das war recht beliebt, als es rauskam. Ja, Budget ist noch okay. Hier, das hier sieht halt nicht gut aus, aber so krass im Minus sind wir jetzt eigentlich gar nicht. Um nicht zu sagen, das erholt sich auch gleich wieder. Da, guck mal. Weil gerade hat jemand ein bisschen Salz gekauft. So, noch haben wir scheinbar keinen Tabak bekommen. Doch, haben wir. Ach nee, ich habe ja noch gar keinen Chat. Das müsst ihr mir doch sagen. Ich habe doch hier noch gar keinen Tabak- und Gewürzstand gebaut. Das heißt, die können sich den Tabak gar nicht abholen. Und ich habe nur 30 Taler, deswegen kann ich den Gewürzstand nicht bauen. 40 Taler. 80 Taler, there we go. So, jetzt können sie sich den Tabak abholen. Oh, guck mal, wie sie da alle hinströmen. Oh, sind die gierig. Da, guckt, das ist der Tabakstand. Tabak- und Gewürzstand. Danke, Aaron. Aber wenigstens verteilen sie dann nicht nur eine Tonne auf gleich das ganze Volk, sondern wir haben direkt ein bisschen was. Mein Gott, wie man nichts versteht von dem, was sie sagen. So, spielen wir mal ein bisschen vor. Oh, there we go. Guckt sie euch an, Bürgerhaus. Oh, das sieht so toll aus. So, jetzt brauchen sie nämlich auch Steine, glaube ich, um sich weiterzuentwickeln. So, spulen wir mal ein bisschen vor. Vielleicht ploppen jetzt noch ein paar von denen auf. Da war wieder eins. Ich hab's genau gesehen. Oh! Sind sehr zufrieden mit eurer Herrschaft. Yay, wir haben Bürger! Ach, und dann mit der Musik im Hintergrund, Chat. Ist das nicht schön? Gewürze sind Mangelware. Ich habe da noch gar keine Gewürze angeboten. Natürlich sind die Mangelware. Ein Feuer ist ausgebrochen. Mann. Diese friedliche Atmosphäre hält nie so lange in diesem Spiel. Dieser dramatische Jingle, obwohl Feuer inzwischen gar kein Ding mehr ist, ne? So, Chat, guckt mal. Guckt mal. Wir produzieren Tabak. Allerdings nicht gerade in Überfluss. Also da werden sie sich mit Sicherheit gleich beschweren. Ich verbiete ihnen jetzt auch mal, sich weiterzubauen. Das möchte ich ein bisschen mehr kontrollieren. Oh. Eure Herrschaft war weise und fruchtbar. Die Menschen eures Volkes sind glücklich und möchten euch danken. Ihr dürft euch ein Denkmal setzen. Wäre auch nicht nötig gewesen. So, Chat. Der wichtigste Moment. Wo ist es? Oh, wir können bald einen Galgen bauen. Oh, stimmt, dann brauchen wir ja auch irgendwann einen Arzt. Hier, ne? Ja. Ein Denkmal. So, Chat, soll ich das mal hier bei der...
Ich glaube, ich habe einen guten Ort gefunden. Ich möchte gern mein Denkmal hier haben. So. Ist mir auch noch nicht genug Wald drumherum. Ich möchte, dass es möglichst keiner sieht. Das ist meine größte Errungenschaft in dieser Siedlung. Deswegen muss mein Denkmal dahin. Man muss quasi erstmal pilgern, um zu meinem Denkmal zu kommen. Das Denkmal zum fehlenden Weg. Och, das klingt sogar richtig gut. Das finde ich gut. Die Bürger sind jetzt auch so, haben wir nicht unserem Bürgermeister ein Denkmal gegossen? Wo hat er das eigentlich hingestellt? Man kann ja auch Brunnen bauen. Was? Ach, schon wieder eine Dürre. War Brunnen wichtig, Chat? Wofür hat man nochmal einen Brunnen gebaut? Hat das einfach die Feuerwahrscheinlichkeit reduziert? Ich glaube, so war es doch, oder? Naja, soll erstmal der eine Brunnen da sein. Aber guck mal, wie viel Kram jetzt hier noch dazu kommt. Baumwollplantage, Getreidefarm. Oh, die Getreidefarmen waren auch immer sauhübsch. Seide, Zuckerrohr, Indigo, für Farbe war das, glaube ich. Dann hier die Erzschmelze 2 und ich glaube, genau, es gibt ja die tieferen Minen dann noch. Hier können wir schon Walfänger dann demnächst bauen. Oh ja, hier mit der Windmühle und dem Bäcker, ach schön. Und hier ein Badehaus. Aber dafür brauchen wir noch deutlich mehr Bürger. Und meine Frage ist ja jetzt, wenn die Bürger kommen. Ja, wir haben nämlich keinen Alkohol und kein Tabak. Aber wir sind im Plus. Das heißt, was ich jetzt eigentlich machen würde, ist erstmal ein bisschen Geld sammeln. Einfach damit wir überhaupt mal wieder Sachen bauen können. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so mega spannend zum Zugucken. Die wollen jetzt blau gefärbten Stoff, ja. Gewürze sind Mangelware. Gewürze sind Mangelware, wie gesagt, ich habe noch gar keine gebaut. Chat, ich würde aber sagen, wir haben ein Denkmal erreicht, wir haben die Bürger erreicht, die, finde ich, auch super schöne Gebäude haben. Hast du nicht auch? Nee, das ist ein Siedlerhaus, Siedlerhaus, Siedlerhaus. Bürgerhaus. Das hier ist ein Bürger. Ja, die sind noch recht nahtlos dran an den Siedlern, finde ich. Und die Kaufleute... Oh. Ich hab nichts zum Paffen. Was ist hier los? Ja, Stoff ist vielleicht auch was. So, Chat, bevor das jetzt alles wieder in sich zusammencrasht, möchte ich das hier als Erfolg verbuchen. Wir bleiben hier bei meinem Denkmal. Und lassen an dieser Stelle diesen Stream ein positives Ende nehmen. Ich bedanke mich sehr an alle, die dabei waren, die gerade zugeguckt haben. Freut mich, dass das noch geklappt hat, trotz der technischen Probleme am Anfang. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst, dass das hier nicht geht. Sam, vielen lieben Dank für die Links im Chat. Ihr könnt uns auf Patreon und Steady unterstützen. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen einen Stream mache, weil ja am Wochenende die Beta ist zu Street Fighter 6. Und da will ich eigentlich einen Stream machen. Deswegen kann sein, dass sich unser Fighting-Game-Stream dann aufs Wochenende verschiebt. Am Donnerstag sind aber auf jeden Fall Robin und ich wieder live um 18 Uhr mit ein paar aktuellen Spielen. Schaut Robins neues Robin vs. Schaut auf unserem Hooked Live YouTube-Channel euch auch mal um. Gibt auch diverse andere Streams in der Vergangenheit, wo ich zum Beispiel alte Nintendo-Spiele gespielt habe. Oder Robin, der gerade Bayonetta durchspielt. Also Bayonetta 1 hat er schon durchgespielt, Bayonetta 2 hat er jetzt angefangen. Und auf unserem Hooked Podcast Channel ist gestern ein neuer Podcast erschienen, wo wir über Legacy of Kain reden, das potenziell zurückkehrt, was mich sehr freuen würde, weil Crystal Dynamics da eine Umfrage rausgeschickt haben. Es gab aber auch sehr traurige News zu Disco Elysium, da könnt ihr euch die auch anhören und unsere Diskussion dazu. Und Robin hatte ein paar schöne Verhaspler drin, ich sag nur Nobelmänner, da werde ich lange von zehren. das soll es für heute aber erstmal gewesen sein. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und eine schöne Restwoche. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Stream, Podcast, Video oder was auch immer. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, Anno hat sich super geeignet für so einen Herbstvormittag.
könnte ich mir auch vorstellen, dass man das nochmal macht. Ich speichere diese Siedlung auf jeden Fall gleich ab, falls wir sie nochmal brauchen. Und wie gesagt, euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend oder sonst was, falls ihr in der Aufzeichnung schaut. Bis dahin. Tschüss.